Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Technomage, ihr 93-Jubilee. Wie versprochen bin ich jetzt schon bei dem Haus von der Irwin angekommen. Wir machen uns schön klein und fein, denn wir wollen hier rein. Ja, ich mache das am Stück, bin immer noch erkältet. Passt jetzt, wo ich hier ja auf die Mistress des Winters treffe. Oh, die leuchtet blau beim Blut, aber die da bedeiht. I see you have an empty bucket with you. Give it to me and I'll fill it with crystal clear water from my pool of Itzwa Marina. I will also give you this blue ice flower of winter. You may need it. Look after it well. Noch mal eine kurze Frage. Wieso muss das unbedingt ein Eimer sein? Für kristallklares Wasser gut, aber es ist so kalt, dass zum Beispiel eine Flasche oder ähnliches es nicht gehalten hätte? Wahrscheinlich nicht. Und nun habe ich eine Eisblume des Winters bekommen. Meinst du sowas wie eine Schneeflocke oder eine richtige Blume? Meinst du eine richtige Blume? The Blue Ice Flower from the Mistress of Winter. Wahrscheinlich soll ich die vielleicht verwenden, um das Wasser im Wald irgendwie zu reinigen. Oder irgend sowas in der Art. Was weiß ich. Was weiß ich denn? Das eine Haus ist ja von ihr, das verstehe ich. Aber was von wem gehören die anderen Häuser, hä? Oder mussten sie einfach mehr als ein Haus hier animieren, hm? Gut, den ganzen Weg. Wisst ihr, was praktisch wäre, wenn man sich hier zwischen so Orten teleportieren könnte? Zum Beispiel jetzt zwischen den Städten. Ich meine, verdammte Kiste! Ich meine, gut, man kann natürlich laufen, aber immer wieder, wenn man weiß, wenn sie schon wussten, oh, man musste jetzt mal von A nach B und dann von B wieder nach A zurück, hätten sie es dann nicht einfach so machen können, dass man sich dann zu diesen Orten hin teleportieren kann? Zumindest wenn man später vielleicht, oder wenn man zumindest einen Zauber lernt, mit dem man sich teleportieren kann. Weil ich meine, sonst die ganze Zeit laufen, das ist ja dann, oh. Es war ein bisschen eine gute Fingerübung, ich weiß, immer mit den, dann in die Richtung drücken, dann hier ein bisschen drehen und so weiter. Aber dennoch. Besonders, weil hier im Moment passiert ja einfach nichts. Alle Feinde sind schon tot, ich habe wahrscheinlich schon alle Sachen gefunden. Das war, wo er anscheinend gerade den Frosch in ihrem Hals hatte. Ich kommuniziere. Oh, ein Bruder von mir. Willkommen heiße ich, du grüner Kräterich. Kröterich, Froscherich. Kröterich, wer ist es? Frosch. Aber männlicher Frosch. Froschherr, Frosch. Froschkaiser, Froschkönig. Wie laufe ich eigentlich? So vertieft im Reden, so vertieft im Brabbeln, dass ich vergesse, wo ich hinlaufe. Jetzt beruhig dich mal, kleiner Hase. Beruhig dich, sonst landest du im Ofen. Das sind schon zwei, die vermehren sich wirklich wie die Kanickel. Okay, darf ich bitte... Was ist, wenn jetzt eigentlich so ein Tierchen reingeraten würde? Würden wir gemeinsam geschrumpft werden? Würden wir uns hier verschmelzen, so wie bei The Fly? Gut, wo war jetzt nochmal das Haus von der Marina? Das war jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, dass ich dort nicht hingegangen bin. Kannst du mir bitte aus dem Weg gehen? Besonders, dass es mir nicht aufgefallen ist, da ist ja nicht meine Tür. Ich bin nicht falsch. Oder? Bin ich hier richtig? Bin ich falsch? Ich glaube nämlich da, wo die Marina ist. War es Marina? War es Marina? Merina. Merina. Da war nicht mal eine. War nicht mal eine Tür, das wollte ich sagen. Mann. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen gut bei diesem Spiel anstelle. Ich meine, es macht mir Spaß, ja, diese Welt zu erkunden mit all ihren Lebewesen. Aber es gibt auch öfters Momente, wo ich mich einfach ein bisschen aufrege, ein bisschen genervt fühle. War einfach, ich weiß auch nicht warum. Und jetzt muss ich auch noch eine Stimmgabel finden. Kann ich einfach eine normale Gabel geben und ein bisschen was drauf sprechen hier? Oh, dann ist auch eine Stimmgabel. Bin ich hier richtig? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich nicht. Ah, die wollte eine Stimmgabel. Kannst du mir noch mal einen Tipp geben, wo ich was finden kann? Great! You found my knife! Now I can get to work and make some new harp strings. But I still need my... Okay, das Messer habe ich ja schon gegeben, aber sie braucht noch ihre Stimmgabel. Warum braucht sie eigentlich ein Messer, um da
Hafenstränge zu machen, braucht man dafür wirklich ein Messer? Ich meine, was würde man stattdessen nehmen? Vielleicht sowas wie eine Schere oder irgend sowas in der Art oder irgendwas, um es zu spannen? Also, da unten muss ich, glaube ich, hin, oder? Super. Jetzt finde ich sie nicht mehr, oder was? So viele Leute haben wir hier doch gar nicht. Wie bin ich das erstmal zu ihr hingekommen? Gute Frage, warum haben wir eigentlich die Merina und die Auruna? Warum haben die eigentlich ein Symbol, aber nicht die... Moment. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte aber sagen, warum die Merina jetzt kein Zeichen hat, aber der hat ja ein Zeichen. Da ist nur zufälligerweise dann auch die mit der Harfe dort. Nein, die mit der Harfe ist bei der Harfe. Entschuldigung, ich glaube, die Erkältung steigt mir ein bisschen zu Kopf. Ich meine, bis zu den Ohren und der Nase ist sie schon vorgedrungen. Jetzt muss ich noch der... Da ist ja doch eine Tür. Was erzähle ich denn da bitte? Ich glaube, ich habe ganz andere Bilder im Kopf. Ich glaube, ich habe ein ganz anderes Spiel gespielt. Ich war hier in ihr Haus gegangen und habe mich einfach ihres Eigentums bemächtigt. Aha. Naja, ich helfe ihr ja, so bitteschön. Fresh, clean water. Wonderful. Take this old oak branch as payment from me. It's quite a special branch, because it comes from one of the oldest oaks in the forest. That old oak is the head of all the tree guardians, and it can make any piece of wood quite special with its magical powers. This branch should always remind you of the power of trees. Aha, ich habe ja Wasser gegeben und als Belohnung kriege ich einen alten Eichenzweig. Und den brauche ich für was? Den nehme ich für was? Thank you once again, Mel, for fetching the water. Now all I need is some sun, and my young shoots will do marvelously. Mhm. Wieso meinen sie eigentlich, dass nachdem ich ihnen geholfen habe, sie mich gleich mit dem Spitznamen ansprechen dürfen? Ich meine, soll jetzt nicht böse klingen, aber ich finde nicht, dass wir schon auf diesem Stand sind, dass wir uns da einfach mal Spitznamen geben. Ich meine, wir kennen uns erst seit ein paar Minuten, okay. Jetzt habe ich Find a Tuning Fork and Knife for Runa. Vielleicht kann sie aus diesem Eichenzweig sich eine Stimmgabel schnitzen? Ich meine, was anderes wäre jetzt wahrscheinlich nicht möglich, oder? Weil die anderen Orte, wo man eine Mini-Stimmgabel finden könnte, die habe ich jetzt schon aufgesucht und da war nichts. Wie diese schlanken, grazilen Feen mir immer wieder den Weg versperren. Unglaublich. Und immer so unglaublich, dass ich die ganze Zeit nicht husten musste, während ich dich aufgenommen habe. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich passieren. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Einmal da, einmal hier, einmal da. Also geht doch. Ich hätte nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag für sie, den ganzen lieben langen Tag, einfach mal das eine und das andere zu suchen. Ich weiß, daraus bestehen die meisten früheren Spiele, aber wenn ich der Protagonist wäre, würde ich doch irgendwann mal sagen, wieso muss ich die ganzen Aufgaben übernehmen? Guck doch mal selber nach euren Sachen, weil... Oder soll das etwa bedeuten, bis ich aufgetaucht bin, haben die sich nicht darum gekümmert, hä? Haben sich die ganze Zeit Sorgen gemacht und dachten sich, oh, was tue ich nur? Och, da kommt jetzt ein Fremder, den ich mal mit meinem Problem hier beschäftige. Great! You found my knife! Now I can get to work and make... Ja, Tuning Fork, dafür, den kannst du also nicht nehmen. Wofür? Kann ich den... Hast du was nehmen? Apprentice from an old... ja, stimmt, ich soll ja mit der Bürgermeisterin jetzt wahrscheinlich reden. Der sage ich jetzt, oh, die Merina, die hat jetzt ihr Wasser. Jetzt krieg ich vielleicht von ihr eine Erlaubnis, mal was ich tun sollte, um ihnen zu helfen. Aber das durfte ich ja vorher nicht. War mir ein Stückchen Papier gefedert, was sie aus Bäumen machen, die sie eigentlich beschützen wollen. Entschuldigung. Ich glaube, das war gerade ein bisschen zu real. For your next task, you'll need the trophy they give to the winner of the Beetle Race. But shouldn't you try and win the race first? Wirklich, Bürgermeisterin, ich soll euch helfen, dass euer Wald nicht stirbt, euch vor einer Gefahr zu bewahren, und du verlangst von mir, dass ich ein Käferrennen gewinnen muss?
etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Du erwartest, dass ich auf jeden Fall die Trophäe gewinne, bevor du mir das gibst, was ich brauche, um euch zu helfen, anstatt mir einfach zu helfen, zu geben. Du hörst mir zu, du hörst die Wörter, die ich aus meinem Munde spreche, oder? Keine Reaktion. Keine Reaktion. Es ist vielleicht meine eigene Körperhitze. Seht ihr, die hochkommt, weil ich mich in meinem Raum befinde, ja? Tür ist zu, Licht ist an, damit ich auch was gut sehen kann, für bessere Lichtverhältnisse. Dann auch das mit meiner Erkältung. Aber so manches, jetzt sehe ich, glaube ich, die Sache ein bisschen klarer. Dass die Vorgehensweise, wie sie es hier machen, das ist einfach nur... Und wo ist jetzt, wo findet hier bitte das Käferrennen statt? Wo findet das statt? Kannst du mir das sagen? Hier sind nämlich nicht viele Orte. Wo findet jetzt bitte dieses Käferrennen statt? Hm? Have you heard of our great city of Jellin? It's the nicest place in the whole world, honestly. But to reach Jellin, you... Your next task, you must win the Beetle Race. Ja, wo tue ich mich dafür denn einschreiben? Wo gehe ich denn da bitte hin? Hier war ich schon gewesen. Oh Mann. Und nicht dann noch mit dem Race. Wenn es zumindest wirklich dann so abläuft wie ein richtiges Race, zumindest halt kennt das einfach mal links und rechts steuern und wieder überholen, dann okay. Weil so wie ich verstehe, muss ich mich dann auf den Käfer draufsetzen. Oh Mann. Kannst du mir helfen? Have you heard of our great city of mit dir habe ich gerade eben schon gesprochen. It's the nicest place in the whole world. Ja. Ein Genie wäre mir lieber, dass ich mir was wünschen könnte. Hi Mel, you back? Great. Now Cinnavir has given you permission. We can get started immediately and find you a racing beetle. Are you ready? Ja, ich bin fertig, ja. Hoffentlich ist es ein schön aerodynamisches Modell, sowas wie eine Küchenschabe oder sowas. Then follow me. Oh yes, to steer your beetle, just use the cursor keys. The longer you hold a key down, the faster you'll go. Or try to turn the camera slightly as you go. I could give you a lot of other tips, but you'll have to find them out for yourself. Oh, dankeschön. Ja, sehr nett. Oh, ich könnte dir mehr Tipps geben. Einem Anfänger, der vorher noch nie auf einem Käfer geritten ist, aber nein. Wir schmeißen dich einfach mal ins kalte Wasser. Du sollst selbst herausfinden, wie dieses Vieh funktioniert. Entschuldigung. Dafür kann der Käfer nichts. Ach, so lebst ein bisschen. Aus dem Weg! Oh Mann. Worauf sitze ich denn da? Oh, Backe. Muss ich den ersten Platz machen oder was? Alter, ich bin schlechterin. Ich bin der letzte Platz. Oh Gott. Muss ich den ersten Platz machen? Wenn ja, habe ich es total schon vergeigt. Ist hier da auf einer Schnecke geritten? Okay, Achtung. Und einmal Kurve. Ich weiß nicht. Links und rechts und rechts und links und rechts. Und Achtung, Kurve. Einmal schlendern, einmal slinken. Hoffentlich drücke ich den nicht mit der. Welchen Blatt habe ich jetzt? Wo liege ich jetzt? Wird mir gar nichts angezeigt. Oh, Backe. Das wird ja nicht. Das war doch die auf der Schnecke. Wie hat die mich bitte wieder überholt? Oh Gott. Mir wird schwindelig. Ich hoffe euch auch. Ich glaube, so langsam kriege ich den Dreh raus. So langsam. Oh, ich hole auf. Was ist denn jetzt los? Oh, ich hole auf. Oh, der Trovo lernt. Aus dem Weg! Nein, weg! Weg! Weg mit euch! Ah, komm! Jetzt kommen nochmal die Wände. Hilse! Oh Gott. Dass ich überhaupt dass ich sie eingeholt habe, wundert mich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Dreh raus. Gib mir nächstes Mal einfach mehr Tipps, okay? Los geht's.
Es ist irgendwie so, ich muss unbedingt den ersten Platz machen oder muss ich ein unter den Top 3 sein? Ich muss wahrscheinlich den ersten Platz machen, oder? Okay. Haha, erster Platz! Fress mal Staub! Nein! Lass das! Fress mal Schuppen! Flügelschuppen! Lass das! Nein. Hey! Ich, die auf der, die sich die Schnecke ausgesucht hat, die tut mir leid. Sogar ich wüsste, dass eine Schnecke keine gute Idee ist. Zumindest nicht bei einem Käferrennen. Gilt eine Schnecke als Käfer? Das ist ein Weichtier, oder? Oh Gott, schaut euch das an! Trouble in the lead! Ich weiß, in der Kurve. In der Kurve runter vom Gas und dann, wenn in der Geraden wird, wieder aufs Gas treten. So läuft es ab, auch beim richtigen Outfahren. Ich glaube, ich gewinne. Ach, deshalb, die ist nicht vor mir. Die braucht einfach nur zu lange. Ich glaube, jetzt habe ich's. Oh, hey, yeah, hey, ja, hey, ja, hey, ja, und da kommt der durchgeschossen. Letzte Runde, oder? Nee, diesmal habe ich im Sack. Diesmal habe ich einen Sack. Du musst mir einen Teufel an die Wand malen. Tu's nicht, Trovo, tu's nicht. Da ist schon wieder. Aus dem Weg! Nein! Nein! Wenn ich jetzt mit dem Schneckengirl verliere. Wie viele Runden denn? Waren es 6 Runden oder was? Oh Gott. Mann, oh Mann, der arme Käfer. Danach hat er sich ein schönes, saftiges, grünes Blatt verdient. Und Schneckengirl aus dem Weg. Eine Runde noch. Ah, oh, danke! Amazing! You won the race! Ja, danke schön. Soll ich die Polizei rufen? Weil du bist gerade hier vom Käfer angemacht. Angegraben. Das ist wahrscheinlich ein Bullekäfer, oder? You've won the race, and these fairy speed boots. They'll make you a little faster, even without a beetle. I still can't believe a little chap like you has beaten us and won the race. Ja, stell dir vor, ich kann's selbst nicht glauben, weil mit den wenig Tipps, die du mir gegeben hast. So, kann ich jetzt wirklich schneller laufen? Muss ich die anziehen oder was? Oder muss ich was drücken? Muss ich sie ausstatten? Ja, ich muss sie ausstatten. Boots of Speed. Enable Rapid Progress. Aha. Also Moment. Enable Rapid Progress? Ist damit jetzt gemeint, dass ich wirklich schneller laufen kann oder kriege ich schneller Erfahrungspunkte? Weil im Moment sieht es... Achso, ich muss ja eine Taste drücken, oder? Moment. Ich teste gerade aus. Ah doch, ich aktiviere sie und dann kann ich schneller laufen. Okay. Gut, ich kann also wirklich auf Knopfdruck schneller laufen. Wenn das auch nur für die FPS der Fall wäre. Okay, gut. Also, okidokiloki. Nun habe ich die Trophäe gewonnen. Ich hab die Stiefel gekriegt. Und was muss ich jetzt als nächstes tun? So wieder zu der Bürgermeisterin und was kriege ich von ihr? Wieder eine neue Aufgabe, die mich wieder daran hindern wird, ihnen zu helfen, weil sie ja unbedingt will, dass ich all diese Sachen mache. Ich verstehe, wenn ich mich erstmal beweisen musste, um in die Stadt zu gelangen, aber um ihnen zu helfen, muss ich auch Aufgaben erfüllen. Die wollen wohl länger leiden. Nun gut. Ich kann mich beschweren, aber so ist es halt. Und auch das mit den FPS. Gut, meine Damen und Herren. Ich bin nun der neue Käferrenn-Champion. Ich habe nur ein paar Speedboots, die mich ein bisschen schneller laufen lassen können. Also ich meine, sie haben kleine Flügel dran. Ja, die können mich zwar nicht abheben lassen, aber ich hebe sowieso schon ab mit meinem ganzen Druck, den ich hier aufgebaut habe. Naja. Nun brauchen wir nur noch was. Won the Beetle Race and Tell Cinefa. Ja. Die würden es nicht irgendwie in den Zeitschriften lesen. Nein, die haben nicht da auch sowas wie Twitter. Das wäre wahrscheinlich sowas wie Quitter oder wie Skittler oder sowas in der Art. Nein, der muss ich das erzählen.
und ihr anhand der Schuhe beweisen, dass ich es auch wirklich gewonnen habe. Und ich brauche immer noch diese Stimmgabel. Keine Ahnung, wo ich die kriege, aber naja. Haben dich die FPS beruhigt? Gut. Einfach mal ein bisschen keine Aufmerksamkeit geschenkt und dann geht's auch wieder, hä? Gut. Feine Sache, ne? Feine Sache. Bin ich hier richtig? Ist das ihr Haus? Nein, hier nicht. Muss das Fokushaus sein. Ich gehe jetzt noch zu der Szene, denn ich möchte ihr Gesicht sehen und die Wörter hören, wenn sie mal sagt, oh, ich habe jetzt das und das wieder zu tun. Darf ich bitte? Besonders wo ist hier diese Anlage? Die ist wahrscheinlich auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das ist auch wieder der Nachteil, wenn ich nämlich... Nein, hier nicht. Das ist von der Marina. Wenn ich hier mal zwischendrin Pausen mache und dann vergesse ich, was bestimmte Leute gesagt haben. Zum Beispiel wusste ich jetzt nicht mal, dass diese Fee hier, die... Den Namen habe ich total wieder vergessen. Dass diese Fee mich aufs Rennen aufmerksam gemacht hat. Aber dennoch, beim zweiten Mal, beim zweiten Versuch gewonnen, ist doch eine tolle Sache hier. Von 0 auf 100, vom Zero to Hero. So. Bist du jetzt zufrieden mit mir? Okay, now the races are over, but I still need your help. Our harp at the bridge is broken, and we can't calm Jackal the Bridge Troll without it. If only someone could repair the harp. Gwen, Aruna's assistant, was on her way there, but she's been captured by the goblins. Some of our spies have now told me that the goblins have built a proper fort to the east of the meadow. I expect that's where they're holding Gwen. Here, take this wooden talisman, and Brommel, the tree guardian, will let you pass. Once you're past him, watch out, and please do everything you can to save Gwen. Promise me, you hear? Ach, jetzt gibst du mir das, was ich brauche. Dankeschön, und weißt was? Das mit dem Wasser und so hätte warten können, oder? Ich meine, du hast gesagt, sie wurde entführt. In der Zeit, die ich jetzt hier verschwendet habe, die ich eingesetzt habe, um all diese anderen Sachen zu machen, dann hätten sie sie wahrscheinlich schon vergewaltigt, braten und essen können, wenn sie wollten. Aber du grinst mich nur an und sagst, ja, jetzt kriegst du das Siegel, jetzt darfst du reingehen. Hast dich ja bewiesen beim Käferrand. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hatte sicherlich mehr Spaß als die Gwen bei den Goblins. Ich habe nämlich schon zu manchen Hentai gesehen und ich kann mir vorstellen, was die mit dir machen können. Gut. Also, meine Damen und Herren. I know fighting the goblins is no picnic. You'll need to muster all your courage. The goblin fort lies to the east of the meadow. Hurry, please. I can't rest while I know one of my beloved fairy sisters is in the hands of ghouls and monsters. Oh ja, das glaube ich dir auf 100%. Du, ja, ich soll mich beeilen. Du kannst nicht ruhig liegen, schlafen, während du weißt, dass eine deiner Freundinnen in Gefangenschaft ist. Und darum hast du mich deine ganzen Sachen machen lassen. Ganz ehrlich, wenn ich sprechen könnte, wenn ich mit dir so richtig interagieren könnte, ich würde ihr diese Fragen an den Kopf schmeißen, damit ihr bewusst wird, dass sie mir eigentlich mehr Hindernisse in den Weg gestellt hat, anstatt mir zu helfen, ihr zu helfen. Damals als Kind hätte ich wahrscheinlich immer nur gedacht, oh ja, stimmt, ja, es ist wichtig, wir müssen dir helfen, juha, ich bin der Held in nicht glänzender Rüstung, heute denke ich mir nur, komm auf den Punkt. Und das mache ich jetzt auch, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Technomage gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen, wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo, I love to entertain you, tschüss, and goodbye.